Willkommen zu einem Yandere-Special und heute wird geplanscht, denn es steht eine tolle Poolparty an. Doch wie wir hier sehen, ist Senpai wieder belagert. Deswegen gilt es, Osana von Senpai zu trennen. Allerdings haben wir noch ein anderes Problem. Es gibt am Pool einfach viel zu viel heiße Chicks. Aber keine Sorge, darum kümmere ich mich schon. Ja Leute, willkommen zur Yandere-Poolparty! Ich habe mich auch schon mein Outfit geschmissen, würde sagen, wir spielen heute ein bisschen in der Sonne, denn ich weiß, dass bei euch gerade etwas kalt ist und ich glaube, ich dachte, ich schicke euch ein bisschen Sonne von mir rüber. Deswegen fangen wir an, ich bin gespannt und finde, dass auch Yandere sich mal ein bisschen Urlaub verdient hat. Ich bin gespannt. Oh, wie cool! Urlaubsfotos! Das ist ja nice, aber wie sollen wir so einen hässlichen... Wie sollen wir eine Hose an? Ich muss sagen, das Zimmer sieht... Also voll das hochauflösende Bild, muss ich sagen. Kann ich irgendwie mein Bikini wechseln? Ich würde sagen, der wäre doch fesch equipped. Also bei der Auflösung hätte man sich ein bisschen Mühe geben können. Aber egal, wir haben jetzt Spaß. Gucken wir mal, was im Basement aussieht. Ob sich auch im Basement wurde sich natürlich nicht gekümmert. Aber egal. Auf geht's zum Strand. Ich höre schon. Oh ja, wie cool. Und die haben natürlich alle wieder XXL-Boobs. Kann ich mich da kurz irgendwie anpassen? Sehr gut. Titten raus, ist es Sommer. Hallo. Oh, Kinder, wie cool. Eine Poolparty. Schaut mal. Und holen uns erstmal Eis. Wie geil. Kann ich mir... Oh, cool, ich kann mir eins holen. Ja, yeah, ich habe einen Schlotzer. Ja, wie cool. Ich muss hier erstmal alles ein bisschen genießen, Leute. Das ist ja nice. Also erst muss ich sagen, deine Bubs sind viel zu groß als Lehrerin. Ich finde es wirklich super, wie die Physik hier irgendwie greift. Wunderbar. Oh, da hat sogar Plüschis drin. Ich kann ins Wasser. Ach, ich kann da drauflaufen. Ach, wie cool. Guck mal, ich kann mich jetzt ganz lasziv hinlegen. Moment. Wie geil. Genau, die hat natürlich wieder ein Sixpack, die Alte. Davon lasse ich mich nicht beirren. Oh Gott, Leute, ich war in Australien in Bondi Beach. Und wirklich, uns sind nur durchtrainierte Models entgegengekommen. Ich dachte schon, ich vergrabe mich gleich. Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ach, schau mal, da haben wir schon eine neue, da haben wir doch eine neue Rival. Was? Ach, kann ich die hier erst saufen vielleicht? Jetzt wird's interessant. Ich sollte eigentlich, ich gucke mich erst noch um, bevor ich hier Leute umbringe. Osana. Und sie spricht mit Senpai! Und Senpai hat eine richtige Dulli. Und Senpai hat auch keine Nippel. Die B***. Kann ich sie wegbringen? Komm mal bitte mit. Jetzt kommst du mal bitte hier weg. Weg von Senpai, habe ich gesagt. Stopp. Nein, sie läuft wieder hin, die B***. Sie hat einen Teddy am Booty. Sie hat einen Teddy am Booty und eine Katze. Ach, die steht einfach nur da. Warte mal, da komme ich doch auf eine doofe Idee. Moment mal. Die hier nur gut steht. Ach, verdammt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben uns genug. Voll die Diven. What? Could you please? Sie gibt alles für Selfie. Habt ihr gesehen, wie sie aufgestanden ist? Sie hat alles gegeben. So, ich send das mal. Wunderbar, meine Liebe. Also das nenne ich mal Einsatz. Du kannst dich wieder hinlegen. Na, meine Liebe. Guck mal, die. Das bin ja ich. Das bin ja ich. Hey, das bin ja ich. Geil, ich habe einen Sausage-Spieß, Mann. So läuft es. Kann ich mit mir reden? Ich würde sagen, du kommst mit, du bist ich. Du bist cool. Was wohl passiert, wenn Osana weg ist? Ist Senpai dann für mich zugänglich? Das probieren wir jetzt gleich mal. Und da haben wir doch auch schon unser Gewicht. Was steht denn da eigentlich? Greetings. Was bist du denn, Gruseliges? Okay, wir nehmen jetzt erstmal das mit. So, das schleppen wir, als wäre es ganz... Hä, wo läuft die denn jetzt hin? Osana? Osana? So, Leute. Ich glaube, wir können jetzt Großes schaffen. Ich glaube, das wird lustig. So, muss hier vielleicht jemand stehen, damit ich ihn reinschubsen kann? Komm mal her, kann ich mich selber eliminieren? Moment. Wenn du nicht sterben willst. So, ab mit dir in den Pool. Ah! Hilfe! Hilfe! Hilfe, ich kann nicht laufen! Was macht die denn? Hilfe, die ist... Oh mein Gott, Hilfe. Das Blut ist blau, das Blut ist blau. Verpisst euch! Hilfe! Hilfe! Hilfe, das ist nicht deine Zone hier. Verpisst euch. Haut ab. Haut alle ab. Sie drehen alle durch. Lapta, lapta, lindadlunda. Hör auf mit mir zu gehen. Verpiss dich. Senpai. Senpai. Senpai, sie legen mich flach. Hilf mir. Verdammt. Verdammt. Hey, nein, ihr sollt nicht in die Schule. Ihr sollt in den Pool. Was ist denn los mit euch? Die Lehrer sind auch wieder am Schlüssel. Was passiert jetzt eigentlich? Hier voll. Schau mal, die legen sich da einfach hin. Oh, die legen sich da einfach alle hin, weil sie ihre scheiß Animation noch drin haben. Der ist einfach mal tot. Jetzt stehen sie da alle und reden mit den Spinden. Seid ihr ja nicht alle mit Schugge im Kopf? Ein paar Sekunden später. So. Genau, Leute. Alle in eine Reihe und los geht's.
So, jetzt bitte alle in den Pool nochmal. Sehr gut. Mann, ist das voll blöd. Ich wollte doch nochmal... Okay, Leute. Wir gucken jetzt mal. Als erstes ist mir ein Dorn im Auge. Ach, die liegt da jetzt ganz entspannt. Okay, alles klar. Denkst wohl, du bist süß, oder? Wo ist mein Schlotzeis? Wo ist mein Schlotzeis? Mein Schlotzeis ist weg! So, als erstes würde ich sagen, die größte Konkurrenz irgendwie ist die. Die ist braun gebrannt. Du kommst mal bitte mit mir mit. Vielleicht sieht's ja keiner. Hat doch keiner gesehen, oder? Genau, lauft alle. Ist nichts passiert. La, 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 la. So, kann ich das Radio anmachen? Was ist denn das hier eigentlich? Oh, kann ich da hoch? Warte mal. Ich kann hier hoch! Oh nein! Was stand da gerade mit Nippels? Hallo? Ich möchte jetzt unbedingt nochmal die Gegend ein bisschen erkunden, was ich da alles für Möglichkeiten habe. So, jetzt wird schon wieder hier verflucht. Okay, ich werde trotzdem mal kurz die Gegend erkunden, was ich hier so für Möglichkeiten habe nachher. Hier, was geht denn hier ab? Das wollte ich noch sehen. Ach, hier sind die auch? Hä? Was geht denn hier ab für eine Scheiße? Ich finde das sehr beeindruckend, dass... What the fuck? Du hast ein Geschenkpapier über dem Kopf hängen. Ich kann auch nicht mal mit der reden. Was geht denn hier eigentlich ab? Die hat eine Palme an sich hängen. Wie geil. Ah, Juju. Kommen hier noch mehr Leute, die irgendwie nicht mehr ganz wache sind? Okay, du hast auch voll die extremen Hupen, muss ich sagen. Das sieht echt... Ich nenne dir Dina vier Titten. Was geht denn mit deiner Oberweite? Was ist mit deiner Oberweite passiert? Das nennen wir eine klassische Diagnose von Dina vier Brust. Was machen die denn da hinten? Oh Gott. Was habt ihr denn da alle auf dem Kopf hängen? Oh mein Gott. Ich möchte das unkommentiert lassen. Oh, shit. Was geht denn mit euch ab? Das sind ja wie so Neandertaler. Hä? Ich sag gar nichts. Ich finde nur, dass sie aussehen wie Neandertaler. Leute. Ja, natürlich, hier sind sie alle. Unterhalten sich mit ihren Spinden, liegen aufeinander. Wunderbar, Leute. Ihr seid doch super. What the fuck? Hallo? Was machst du da im Baum? Das ist voll gruselig. Okay, jetzt kann ich wieder meinen Schlotzer nehmen, oder? Was kann ich mit dem Schlotzer machen? Kann ich den irgendwie... Oh, ich kann mit jemandem attacken. Vielleicht können wir uns da hoch teleportieren und mal gucken, was passiert, wenn wir runterfallen. Komm mal mit, meine Liebe, komm mal mit. Kann ich da runterfallen? Oh, da passiert gar nichts. Psst, alles wird gut. Ich war's nicht. Verpisst euch. Hilfe, die hat eine Glatze, läuft mir hinterher. Ich war's nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Kann ich die vielleicht auch gleich auf dem Weg umbringen? Hier, die bringe ich auch gleich um, die ist auch Konkurrenz. Nein! 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 Verdammt! Was hat die denn an, du flotte Lotte? Du siehst ja fesch aus. Ich hoffe, dass sie überhaupt die Box hat. Hilfe, ich verliere hier mein Bewusstsein. Und jetzt schließe die Augen. Entspanne einfach. Sehr schön. Immer schön entspannt bleiben. So, ich mache dich jetzt ins Kistchen rein. Rein da mit dir. So, und jetzt gucken wir, was passiert, wenn ich heimgehe. Weg vor den ganzen Psychopathen. Weg vor den ganzen Psychopathen. La 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 la. Early in the morning. Na wunderbar, wen haben wir denn da? Wunderbar, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Class time. Wo sind die denn jetzt alle? Sind jetzt entweder alle planschen oder wie? Nein, keine Schüler. Die Schüler sind weg. Da sind wieder die Drecksteppen mit ihren Palmen an den Füßen. Warte mal. So. Da ist sie doch. Hallo, gute Dame. Ich kann mit dir nicht reden. Mädchen. Mädchen. Na gut, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich das jetzt eben selber. Ich kann ja gar nichts machen, verdammt.
Okay, Leute, dann lass es uns so erledigen. Ach ja, jetzt auf einmal könnt ihr also rennen. So, jetzt ist mal Ruhe hier im Puff. So, Leute, das war's von Yandere Pool Party. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Fehlt mir gerne weitere Mods und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war sehr interessant und nachdem mit E war, verrückt, aber schön.